よかし。Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was das Internet so hergibt. Heute spielen wir This is Forever, ein Spiel, was mit der Unity Engine erstellt wurde und soll wirklich, wirklich wunderschön sein. Ich fange einfach mal an zu spielen. Ich habe keine Ahnung, ich habe es noch gar nicht angespielt, ich habe nicht mal einen Screenshot davon gesehen. Ich habe einfach nur die Kommentare gelesen und da stand so, this is so beautiful. Deswegen fangen wir einfach an. Play. P. Hallo? P. Hallo? Oh. Okay, das sind also wir. Oder eher das, wo sind wir? Weiß ich nicht. Sie nicht schlecht, nicht schlecht. Nicht schlecht. Muss ich schon sagen. Ich würde sagen, wir laufen einfach mal zu diesem Lichtstrahl da hinten. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das Spiel gehen wird. Das Ding ist, dass dieses Format halt nicht begrenzt ist. Wir spielen es so lange, bis es halt keinen Spaß mehr macht oder bis wir es durch haben. Deswegen. Let's see. Let's see how we're doing, my friend. Schön sieht es hier aus, muss ich schon sagen. Schöne Berge. Es sieht so aus, als wären wir so eingekesselt von den Bergen. Ich weiß nicht warum, aber es sieht ein bisschen so aus. Was ist das denn? Ah, eine Gitarre! Oh! Bitte spiel Gitarre. Bitte. Öffne diese. Leuchtet da wieder was? Nee. F. G vielleicht für Gitarre. Was? Rechtsklick. Okay. Was ist das für ein harter Zoom? Kann ich rennen? Ich kann rennen. Warum kann ich rennen? Kann ich springen? Ich kann springen. Hey! Vielleicht gehe ich einfach mal hier. Vielleicht gar nicht hier hoch. Nee? Hallo? Nee. Gitarre, Gitarre. Was können wir denn mit der Gitarre machen? Ist die Frage. Würde ich mal sagen. Das ist, denke ich mal. Vielleicht ist die Gitarre auch nur so ein Souvenir. Ah, da geht's hoch. Da geht's hoch. Ich renne hier hoch. Ist die Musik irgendwie laut oder so? Oder bin ich zu leise? Ich weiß es nicht. Ich nehme es halt gerade mit OBS auf und deswegen kann ich das im Nachhinein nicht wirklich bearbeiten. Deswegen muss ich einfach zu laut reden. Zur Sicherheit. Besser als wenn ich zu leise rede, weil sonst hätte ich verkackt, sonst müsste ich alles neu aufnehmen. Da wäre halt auch dieses Feeling vom ersten Mal weg. Wow, das Wasser. Es ist so, so gleich. So wässrig. So flüssig. Oh shit. Ach, da hinten. Oha. Da müssen wir jetzt hinlaufen. Ach so, das ist da. Ich dachte, es wäre hinterm Berg. Alles klar. Ich weiß gar nicht, warum ich renne. Ich hab's eilig. Was hat's mit diesem Spiel auf sich? Worum geht es hier? Da hinten ist noch ein Licht. Oh no. This is so beautiful, oder wie heißt es? Nee, this is forever. Sorry. Oh, Fishing Rod. Geil. Vielleicht können wir jetzt fischen. Okay, ich meine, wir haben eine Gitarre und können die nicht spielen, deswegen bezweifle ich das mal jetzt ein bisschen. Hier sieht es leicht wattig aus. Das heißt doch Watt, gell? Also wenn Ebbe ist. Doch Watt, ja. Sollte stimmen, bin mir nicht sicher. Wartet mal ganz kurz. So. Ich weiß jetzt nicht, wie die Frames sind auf OBS. Ob das zu beschissen aussieht. Weil die Vorschau zeigt mir so einen richtigen Dreck an. Ich nehme einfach mal das hier mit, bevor ich da hinten hingehe. Ich habe die Vorschau jetzt mal deaktiviert. Vielleicht ändert das was. Hallo? In ein Haus? Kann ich mich ducken? Ja, kann ich halt auch. Jetzt habe ich einen Hausschlüssel. Für wessen Haus das ist, weiß ich nicht. Da ist ein Licht. Da unten müssen wir wieder nach unten. Nein. Ach so. Das Licht kam wieder von unten. Ich dachte, das wäre hier drauf. Und es ist dasselbe Licht. Okay, okay, gut. Oder vielleicht ist es ein anderes und ich muss da wirklich hoch. Keine Ahnung.
Ich weiß es halt echt nicht. Schön. Ich habe noch nie in meinem Leben so eine Wattwanderung gemacht. Würde ich aber mal gerne, um diese Watttierchen zu sehen. Und ich meine, so ein. Ist halt schon so ein Naturphänomen. Phänomen, ja. Ja, halt. Etwas, was ich halt noch nie gesehen habe und was man schon mal gesehen haben muss, würde ich sagen. Bevor man verreckt. Bevor man alt wird und verreckt. Hä? Vielleicht hier lang? Ich weiß es halt echt nicht, weil ich sehe da jetzt kein Licht. Aber da sehe ich halt auch kein Licht. Und hier ist kein Weg. Why are we here? Why is all everything so shit? I don't know. Was ist hier forever? Was ist auf der Welt? Was ist im Leben? Im Universum? In der Existenz denn überhaupt für immer? Es gibt nichts, was für immer ist. Für immer jung, ein Leben lang, für immer jung. Du musst dich an die schöne Zeit erinnern, denn nichts ist für immer, für immer, für immer, für immer jung. Das war Karel Gott, meine Damen und Herren. Extra eingeflogen aus Afghanistan. Nur hier für Sie in, ich weiß nicht mehr, wie das Format heißt, was das Internet so hergibt. Danke, Karel, danke. Ja, kein Problem. Oh, kein Problem. Ich weiß halt gar nicht, wie Karel Gott redet, aber drum sei es, ja. Okay. Wir haben den Weg gefunden. Die Bäume hier sind leicht tot, aber auch leicht am Leben. Existieren sie überhaupt? Warum ist hier Watt, wenn hier kein Meer ist? Ist das überhaupt Watt? Vielleicht ist das Sand, matschiger Sand. Vielleicht hat es davor geregnet. Oder ist das vielleicht einfach nur Erde? Vertrocknete Erde, was ist das? Was war das? Da stand nicht mal ein Name von dem Gegenstand. What is this? Please tell me. Tell me so hard, I want to know. Ich gehe mal kurz ins Wasser jetzt. Ich schwimme ein bisschen. Ich schwimme ein. Gut, ich schwimme nicht. Ich laufe durchs Wasser. Es gibt auch keinen Wasserwiderstand für uns, weil wir sind Ballerinas, ja? Kleine Ballerinas. Wedding Ring. Left Click. Oh oh. Die Musik erinnert mich so ein bisschen an Black and White. But I don't know. Weil bei Black and White gab es ziemlich viel mit Choren und sowas. Boah, Alter, ist das laut. Und so steady die ganze Zeit. Selber Ton. Ne, zwei Töne. Oder? Drei? Drei Töne. Ja, drei Töne. Oder? Keine Ahnung. Doch. Was ist das? We love you. I love you too. I don't know who you are and what you want, but I will find you and I will love you. Kann ich hier durch? Ja. Warum renne ich hier eigentlich durch? Ich check das auch nicht. Ich renne jetzt nicht. Mein Finger ist von Shift weg. So. Eine Treppe nach oben. Ist das die? Ist das die? Ist das? Nein, das ist es nicht. The Stairway to Heaven. Ich kannte mal eine Band. Sie sang von dieser Treppe. Bitte komm. Bitte komm, dieses Lied. Nee. Tschüss, Welt. Tschüss, Kessel. Tschüss, Stalingrad. Es wird immer schwerer. Jeder Schritt nach oben. Jeder Schritt in Richtung Himmel. Doch wir müssen.
Dort warten unsere Liebenden auf uns. Unser Leben, unsere Zukunft, unsere Vergangenheit. Alles, alles wartet da oben. Wir müssen nur ein bisschen durchhalten, ein bisschen Kraft zeigen. Und Alter, ist das laut. Oh mein Gott, meine Ohren verrecken. Hilfe, Hilfe. Doch hört mich überhaupt jemand? Ich bin allein. Allein auf dieser Welt. Allein. Allein. Ich rutsche runter. Ich darf nicht aufhören. Ich darf nicht aufhören. Denn das ist, was sie wollen. Sie wollen mich da unten sehen. Kriechend, am Boden, zerstört, unglücklich. Doch da oben wartet mein Glück, mein Leben, meine Zukunft, mein Traum. Es wird immer lauter und ich muss immer näher und näher und lauter und deutlicher reden. Doch ich rede nicht deutlich, ich rede scheiße. Denn ich hoffe, ihr versteht mich gar nicht. Hilfe, Hilfe, ist das laut. Meine Ohren fallen ab. Und ich hoffe, meine Nachbarn hören mich nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. Maria, Ute, Beate, Denise. Ich komme zu euch. Meine Frau und drei Töchter. Ich komme zu euch. Ich bin da. Ich bin da. Wo seid ihr? Ich bin angekommen. Angekommen. Mit Halsschmerzen. Ich laufe in Richtung Meer, ins Unendliche, in eine Welt, die noch nicht erforscht ist. In eine Welt, die mysteriös ist. In ein Leben, das vielleicht lebenswert ist, vielleicht mich aber auch erstickt. Das werde ich aber nur erfahren, wenn ich es wage, wenn ich es probiere. Ich darf nicht anders. Denn ich will und ich werde. Mein Wille ist entscheidend. Was du oder du, was ihr denkt, das ist vollkommener Schwachsinn. Lass mich einfach voran. Lass mich einfach leben, wie ich will. Lass mich das sagen und das tun, was ich will. Du musst ja nicht dabei sein. Niemand zwingt dich, hier zu sein. Geh einfach deinen eigenen Weg. Geh in dein eigenes Meer. Lass mich in Frieden. Ich will nur zu meiner Familie, zu meinem Leben, zu meiner Liebe. Und da bin ich auch gewollt hinzurennen. Auch wenn es sein muss, dass ich für den Rest meines Lebens kämpfe und renne, wenn ich mich anstrenge und nicht mehr kann, dann habe ich immer noch dieses Ziel vor Augen. Dieses eine Ziel, das Unerreichbare zu erreichen. Denn nur ein Auto, das ein Auto sein kann, ist das Auto. Was? Oh mein Gott, das war so eine schlechte Imitation, warte. Denn nur wenn ein Auto Auto heißt, dann ist es das Auto. Nee, das hat immer noch nicht geklappt. Ich übe und übe. Und so kackt man in die Atmosphäre. Auf Wiedersehen, Welt. Auf Wiedersehen. Ich komme zu dir. Ich komme zu dir, denn ich weiß, du wartest da. Denn ich hoffe, du wartest da. Ich wünsche mir, dass du da wartest. Denn dafür habe ich mein ganzes Leben gekämpft. Für dich, für uns und für unsere Familie. Nur um dich wiederzusehen, bin ich bis hierher gekommen. Du hast mich verlassen. Du hast mich zurückgelassen. Du bist gegangen. Gegangen. Du bist vorgegangen. Du. Aber ich bin jetzt auch da. Ich bin bei dir. Endlich. Nach all den Jahren. Nach all der Zeit. Sind wir wieder vereint.
denn nur die Liebe zählt. Unconditional love. Schatz, Schatz, ich bin da. Schatz, Schatz, ist alles in Ordnung? Was ist das? Wo bin ich hier? Not gone forever. This is forever. Love is forever. Und damit verabschiede ich mich auch von euch. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in dieses kleine, wundervolle Spiel gefallen und vielleicht hat es euch ja zum Nachdenken angeregt. Mich hat es auf jeden Fall zum Nachdenken angeregt. Ich bedanke mich bei euch nochmal fürs Zuschauen und fürs Dabeisein, fürs Miterleben. Ja. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, was das Internet so hergibt. Ciao.